Hallo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Willkommen zurück. Ich habe 2 Tage Pause gemacht. Ich musste wirklich Apex Legends suchen, weil es absolut ein krankes, geniales Spiel ist. Das Video, ihr habt das Thumbnail heute gesehen. Es wird darum gehen, was passiert aktuell mit Black Ops 4. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, das Thumbnail, es ist jetzt kein Clickbait oder sonstiges. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass die Entwickler, also Activision und Treyarch, Black Ops 4 im Prinzip aufgegeben haben. Zumindest den Zombie-Modus und genauso den Multiplayer-Modus. Ich werde heute auf die Sachen eingehen, die in den letzten Tagen da passiert sind, auf die Tweets von David von der Haar, die da passiert sind. Und ich muss euch auch ganz ehrlich sagen, ich persönlich, nur ich, das ist jetzt nur meine Meinung, gibt es natürlich noch viele andere Meinungen, sehe das zu 100% bestätigt, dass sie im Prinzip komplett in die Scheiße gegriffen haben, das mittlerweile realisiert haben, aber nicht wissen, wie sie aus dem Ganzen raus sollen. Das Ganze fängt ja eigentlich aber schon viel, viel früher an. Und zwar, ihr wisst ja, dass bis vor einem Jahr eigentlich ein anderes Spiel als das Black Ops 4, wie wir es jetzt kennen, geplant war. Es war geplant, eine Art Overwatch-COD zu machen. Es gab dann Spieletester, so wie das jedes Jahr bei COD ist, die dieses Spiel bekommen haben, um es zu testen, um den Entwicklern so ein Jahr vor Release zu sagen, das ist gut, das ist schlecht, das gefällt uns nicht. Das sind nicht irgendwelche Spieletester, sondern Leute, die das wirklich professionell machen für mehrere Spiele. Natürlich sind die nicht ausschlaggebend für die Meinung von dir oder mir oder sonstigen, die sind ausschlaggebend für die professionelle Sicht der Dinge. Und die haben damals gesagt, als sie dieses Black Ops 4, was eher Overwatch geähnelt hat, gespielt haben, das ist schlecht, das wollen wir nicht, das gefällt uns nicht, das muss geändert werden. Activision hat diesen Bericht dieser Spieletester natürlich bekommen und hat dann gesagt, okay, Leute, Treyarch, David von der Haar, Jason, wer auch immer alles dafür verantwortlich ist, wir müssen das irgendwie noch umswitchen. Das Ergebnis von dem Ganzen ist natürlich das, was wir jetzt haben, nämlich ein COD, bei dem man im Prinzip bei so vielen Sachen merkt, dass es viel zu früh released wurde. Das liegt unter anderem daran, dass wir diesen festen, völlig idiotischen Zeitplan haben, jedes Jahr ein COD. Der einzige Grund dafür kann einfach nur sein, weil die Entwicklerstudios teilweise, während sie an einem aktuellen COD mit Patches und Updates arbeiten, zeitgleich an dem neuen arbeiten müssen, was in 3 Jahren kommt, weil das alles einfach so viel Zeit braucht. Activision hat damals gesagt, ihr müsst es ändern, Treyarch hat gesagt, okay, also Activision ist ja sozusagen der Großkonzern, Treyarch, Infinity Ward und Sledgehammer sind ja nur die Entwicklerstudios, die keine freie Möglichkeit haben, die können natürlich ihre Meinung einfließen lassen, aber entscheiden tut am Ende Activision. Und Activision geht es natürlich ums Geld. Und wenn jedes Jahr ein neues COD rauskommt, der Titel verkauft sich nur, weil er COD heißt, selbst wenn es das schlechteste COD der Welt ist, dann haben sie erstmal Geld eingenommen. Und das ist bei diesem Black Ops 4 deutlicher als jemals zuvor. Man hat realisiert, dass es so nicht funktioniert, dass die Leute keinen Overwatch spielen wollen, also haben sie vieles bei Black Ops 4 grundlegend geändert. Es gibt leider keine Bilddateien von dem, ich sag mal, Ursprungszustand von Black Ops 4, aber das haben ja die Spieletester auch wirklich bei Reddit schon bestätigt. Die dürfen keine Bilder und sowas posten, weil das Urheberrechtsverletzungen sind und das gibt auch Strafen und da gibt es Kündigungen. Die haben gesagt, das, was wir jetzt in Black Ops 4 haben, hat nichts mit dem zu tun, was vorher, bevor es jetzt innerhalb von einem Jahr so notdürftig umgeswitcht wurde, eigentlich da war. Das merkt man an wirklich unglaublich vielen Dingen. Wir haben nach wie vor, ich meine, ihr könnt ja mal gucken, es gibt kein Leaderboard. Wie kann es sein, könnte man jetzt fragen, dass ein riesiges Spieleunternehmen wie Activision mit einem riesigen Spieleentwickler wie Treyarch es nicht schafft, nach fast 5 Monaten, ich meine, in einem halben Jahr kommt das neue COD, nach 5 Monaten so etwas wie Leaderboards zu implementieren oder so etwas wie Kill Record, das heißt, dass man sieht, mit welcher Waffe habe ich wie viel Kills gemacht, wie viel Prozent Prezi habe ich mit welcher Waffe, welchen Spezialisten habe ich mit der Waffe oder. Das gibt es alles nicht. Man kann genau sehen, wie viele Abschüsse man mit dem Tempest zum Beispiel hat und mit der Schockdrohne. Das war's. Man kann nicht vergleichen, wo man in der Karriere mit wem steht, wo man vielleicht am meisten Kills gemacht hat, ob man in der Weltrangliste auf Platz 10 ist oder Platz 1000 oder 1 Million. Es geht nicht, es geht nur mit den Freunden und sie haben es nach 5 Monaten immer noch nicht hingekriegt. Und ich werde euch eins sagen, Leute, das werden sie auch im nächsten Monat nicht hinbekommen. Sie haben 6 Wochen, das hat David von der Haar selber zugegeben, sie haben 6 Wochen gebraucht, um ein System zu finden, um im Blackout-Modus Dark Matter und andere Tarnung zu implementieren. 6 Wochen von dem Punkt an, wo ihnen aufgefallen ist, dass sie gar keine Tarnung da drinne haben.
Und dann, Leute, ihr kennt das Ergebnis, wie es dann am Ende aussah. Was haben sie gemacht? Sie haben Farbdosen reingepatcht. Man darf also 9.500 Farbdosen sammeln, damit man in einem Battle Royale eine Tarnung für seine Waffe bekommt. Der Grund, warum mir jetzt, weil das Thema gerade Blackout ist, kein Blackout oder COD-Video im Hintergrund seht, ist auch im Prinzip so ein bisschen sukzessive das Psychologische. Ich möchte jetzt auch gleich einmal kurz anmerken, ich werde in nächster Zeit Apex Legends hochladen. Am Dienstag kommt ein COD-Update, das weiß ich. Es wurde als das größte aller Zeiten angekündigt. Da muss ich euch auch ganz ehrlich sagen, die Updates, die wir bisher bekommen haben, waren ja auch nichts. Das heißt, mehr als nix ist immer mehr, aber trotzdem nicht automatisch gut. Apex Legends, nur als Beispiel, wenn man diesen Vergleich sieht, hat vor 2 Tagen ein Update bekommen von 890 Megabyte. 890 Megabyte. Es gab 2 neue Sachen für den Schwarzmarkt oder für den Shop hier. Es gab ganz, ganz viele Crash-Fixes. Es ist im Prinzip das erste wirkliche Update nach Release gewesen. Es gab noch 1-2 Änderungen bei Spezialisten hier, es gab 1-2 Änderungen bei Waffenstats. Und das alles haben die Jungs von Respawn Entertainment, die damals das Entwicklerstudio waren für Modern Warfare 2, falls man es nicht gewusst hat. Die haben sich bei Activision rausgekauft sozusagen, haben da gekündigt und sind dann später von EA ist hier der große Boss, sag ich mal, aufgekauft worden. Die haben es geschafft, ein Update rauszubringen, was innerhalb von 3 Tagen, nachdem die ersten Beschwerden über einige Probleme kamen, rauskam. Und innerhalb von 3 Tagen haben sie im Prinzip fast alles gefixt, bis auf einige Kleinigkeiten. Und das mit einem Update von weniger als 1 GB. Jeder von euch wird sich mit Sicherheit daran erinnern, dass wir bisher, ich glaube, 5 oder 6 Updates bei Black Ops 4 hatten. Und jedes dieser Updates hatte zwischen 8 und 13 GB. Einige mussten auf ihrer Festplatte, habe ich gehört, sogar Spiele löschen, damit sie Platz für die Updates haben. Und neu dazugekommen ist am Ende trotzdem kaum was, beziehungsweise eigentlich gar nichts. Wir haben zum jetzigen Stand bei Black Ops 4 weniger neuen Content bekommen als in WW2, Black Ops 3, MW3. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Wir haben bekommen 2 DLC-Maps, die nur für DLC-Passholder sind oder für den Black Ops-Pass. Diese DLC-Maps sind im Prinzip bis vor kurzem nie in die normale Rotation gekommen und waren fast unspielbar. Dazu haben wir die Cup bekommen. Das war ganz cool für 4 Stunden ungefähr. Dazu haben wir ja noch 2 neue Waffen bekommen, die uns aber auch nicht wirklich lange unterhalten haben. Die Scorestreaks sind im Prinzip nach wie vor genauso wie vorher. Es gibt nach wie vor keinen Hater, es gibt nach wie vor keinen EMP-Kern. Und man merkt einfach, dass die Jungs bei Treyarch und Activision im Prinzip das Ganze auch aufgegeben haben. David von der Haar, das Mastermind sozusagen hinter dem Ganzen, hat ja keine Zuständigkeit beim Multiplayer mehr. Er ist nur noch für Blackout zuständig. Was wiederum bedeutet, dadurch, dass er nur für Blackout zuständig ist, ist Multiplayer eben in anderen Händen. Und ihr seht, selbst der Blackout-Modus, so nett er verpackt ist und so gut er auch aussieht, ist mittlerweile langweilig geworden. Es gibt keine Herausforderungen, es gibt keine wöchentliche Herausforderung, es gibt keine täglichen Herausforderungen. Es gibt keine neuen Spielmodi, die implementiert werden. Im Multiplayer gibt es keine neuen Spielmodi. Der Hund ist genauso wie vorher. Der Reaper ist seit irgendwie 3 Monaten im Blackout. Sie kriegt es nicht hin, den im Multiplayer zu machen. Jetzt soll ja ein neuer Charakter mit dem neuen Update Dienstag rauskommen. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, mittlerweile, ich habe Black Ops 4 tatsächlich seit bestimmt 2 Wochen nicht gestartet. Ich habe komplett das Interesse an dem COD verloren. Und das hat wirklich all diese Gründe zusammengelegt. Es ist theoretisch ein gutes Black Ops 4, aber gerade am Anfang, die ersten Wochen und Monate, wollen wir alle so viel neue Sachen haben wie möglich. Wir wollen bei der Stange gehalten werden, wir wollen neuen Content haben, wir wollen neue Maps haben, wir wollen sehen, dass unser Feedback ankommt. Und all das passiert gar nicht. Ich glaube, im DLC-Pack gab es mittlerweile 1 Zombie-Map, 1 neue, also neu in Anführungsstrichen, ist auch ein Remake. Genauso wie Seaside ja ein Remake ist, weil Seaside hatten wir schon, das haben wir jetzt nur mit Sonnenuntergang bekommen. Genauso haben wir auch nur einmal, was das andere, Firing Range bei Nacht. Tja, das war's leider schon. Also unkreativ hoch 5, leider sehr, 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 sehr schlimm. Und das für ein Entwicklerstudio, was so dermaßen groß ist. Das alles sind Gründe, warum zum Beispiel ein Game wie Apex Legends, was einfach, man hat das Gefühl, viel besser supported wird. Und es ist gerade erst erschienen. Es hatte keine Werbung vorher gemacht, kein gar nichts.
Das ist gerade erschienen und haut Rekord um Rekord um. Die Leute spielen es, die Leute genießen es und von Black Ops 4 wenden sie sich ab. Ich muss euch noch sagen, wenn wir ganz ehrlich sind, im Black Ops 4, ich kann zum Beispiel nicht mehr ertragen, dass ich in einem Spiel einen Anwendungsfehler bekomme. Das ist mir innerhalb von 4 Monaten Black Ops 4, und ich schwöre es euch nicht übertrieben, um die 70 Mal passiert. Das sind Sachen, wenn nicht mal die irgendwann geändert werden, brauche ich auch nicht die Hoffnung darauf haben, dass es irgendwann besser wird. Activision und Treyarch haben Black Ops 4 aufgegeben. Ob einem das gefällt oder nicht, ich glaube, es lässt sich kaum von der Hand weisen. So viel Ohnmacht kann ein Entwicklerstudio gar nicht mehr haben. Oder sie wissen tatsächlich, die andere Möglichkeit, nicht mehr, was sie noch tun sollen, weil sie völlig überfordert sind mit dem Feedback, was die Community, also jeder von euch, was ich, was die großen YouTuber, die kleinen YouTuber, die Casual Players, die Pro Players ihnen geben. Das beste Beispiel ist einfach der CWL-Modus, der ist übrigens immer noch nicht da, falls ihr ihn gesucht habt in der Playlist, keine Sorge, ist noch nicht da. Dauert natürlich noch ein bisschen, das kann man nicht alles so schnell machen, sowas braucht ja auch mal 6 Monate. Spaß beiseite natürlich, es ist immer noch nicht da, das ist mehr als traurig und enttäuschend, aber dazu muss man ganz ehrlich sagen, da sieht man ja, dass Activision eigentlich und Treyarch gesehen haben, okay, die Spezialisten, die wir haben und so wie das Spiel aufgebaut ist, ist nicht für die Leute genießbar. Sie haben Torque rausgenommen, den Hund rausgenommen, die Stolpermin rausgenommen, die Schockdrohne rausgenommen. Im Prinzip haben sie 3/4 der Spezialisten und Spezialistenfähigkeiten in den CWL-Regeln rausgenommen und lassen die Leute genau das spielen, was wir seit Monaten wollen. Die Frage war immer von der Community, ob wir eine Playlist bekommen können ohne Spezialisten. Was ist die Antwort? Warum gibt es keine Antwort darauf? Natürlich, weil man eingestehen muss, dass die Spezialisten, so wie man sie gemacht hat, nicht funktionieren und die Leute einfach nur nerven. Es gibt also, um das jetzt einmal abzukürzen und abzuschließen, eine Milliarde Gründe, weshalb Black Ops 4 im Prinzip aktuell aufgegeben wurde. Und es gibt noch viel, viel mehr Gründe, weshalb ich euch ganz ehrlich sage, ich genieße das Zocken aktuell mit Apex. Ich werde darüber demnächst sehr, sehr viel hochladen. Waffenguides, Spezialistenguides, Tipps und Tricks und alles Mögliche, weil ich mich sehr, sehr wohl hiermit fühle. Hier werde ich nicht dafür bestraft, wenn ich besser werde. Ich habe bei Black Ops 4 das Gefühl, ich habe den Peak erreicht, wo ich besser werden kann, ohne dass ich, während ich besser werde, andauernd noch benachteiligt werde. Aus dem einfachen Grund, in COD ist es leider sehr, sehr viel KD-abhängig und so höher eure KD, viele gute von euch wissen das, umso schlechter sind die Teammates, die ihr bekommt. Ich habe kein Interesse mehr, 5 Leute in meinem Team in der Runde TDM im Rucksack zu haben und 60-10 zu spielen und dann trotzdem 75-68 zu verlieren oder ähnliches. Bei Apex Legends ist es anders. Hier könnt ihr alleine spielen, ihr könnt ein Team spielen. Wenn das Team gut ist, habt ihr eine gute Chance. Wenn ihr alleine seid, habt ihr eine gute Chance. Hier hat man bei jeder Runde das Gefühl, dass man besser werden möchte, dass man mehr spielen möchte, dass man mehr herausfinden möchte. Hier gibt es super coole Sachen, die man mit diesen Ingame-Münzen, diesen roten Dingern verdienen kann, die man im Shop kaufen kann. Es gibt so viele Möglichkeiten hier bei Apex Legends, wie man vorankommen kann und Spaß haben kann. Und bei Black Ops 4 gibt es das leider nicht. Ich bin mehr als enttäuscht davon. Natürlich werde ich das Update, wenn es jetzt demnächst runterkommt, am Dienstag runterladen. In der Hoffnung, dass tatsächlich sich Dinge zum Richtigen verändern. Meine Hoffnung ist aber nicht da. Wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst ein Like da. Haut gerne ein Abo raus. Auf Wiedersehen.